Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 3. Wir befinden uns in London und das Einzige, was ihr verpasst habt, ist ein Geräusch von einer Klappe, die auf oder zugegangen ist. Keine Ahnung. Ja, ich hatte bis jetzt gerade meinen Riesenspaß, weil ich dachte mir, ja, komm, 3 Folgen, dann ist der Monat zu Ende. Meistens brauchst du ja so 4 Folgen pro Abschnitt und so weiter und so fort. Das sieht zwar jetzt schon wieder sehr unübersichtlich alles aus, dass ich keine Ahnung habe, ob das weiterhin mit 4 Folgen pro Abschnitt so passt. Aber zudem hatte ich auch Lust zu spielen und dachte mir, ja, komm, dann machst du das, ne? Und ja, war dann voller Elan, habe ich mich dran gesetzt und so, und dann war plötzlich kein Ingame-Sound da. Von der Anfangsszene, ja, klar, aber nicht. Also hier von diesen ganzen Intro-Dingens da war vorhanden, aber nicht von dem, was ich eigentlich brauche, und zwar von dem Spiel hier drinne. Also es war keine Menümusik da. Es war. Kann ich da rüber? Oder sollte ich da runter? Ich gucke erstmal hier unten lang. Obwohl. Ich mach's einfach. Ich kann bestimmt hier hoch, ne? Ja, okay. Weil hier unten ist nämlich nichts. Ach doch, da kann ich auch hoch, aber mich nur festhalten, aber nichts machen. Ja, das war dann ein Spaß, ne? Ich dann, ich glaube, 4-mal das Spiel neu gestartet. Immer noch kein Sound. Ich habe dann gedacht, okay, vielleicht höre ich den einfach nur nicht und der ist vorhanden, mit Fraps kontrolliert. Nein, ist wirklich kein Sound, da den auch Fraps nicht erkennen konnte, nicht erfassen konnte. Dann sogar PC neu gestartet, immer noch kein Sound. Dann das mal so gemacht, dass ich nur das eine Headset verwende, aber nicht meins, sondern das halt, was am PC hier dran ist. Da funktionierte es dann. Waren aber die ganzen Einstellungen futsch, meine persönlichen Einstellungen. Das war natürlich auch toll. Okay. Anscheinend käme ich, wenn das weggehen würde, darüber und dann so draufspringen, runterrutschen, springen und sich dabei drehen. Also, wenn das mal weggeht. Das einzig Gute ist, hier sind überall solche Dinger, zum auch wieder hochkommen. Okay. Da kann ich auch weiter nach unten, aber ich will erstmal hier überhaupt gucken. Und ja, dann dachte ich mir, okay, dann machst du das, dann dürfte es ja wohl jetzt mit deinem Headset auch funktionieren. Habe ich also gemacht und war dann voller Freude. Ja, es funktioniert. Super, yay. Einstellung muss ich zwar nochmal machen, weil das zwischendurch, während ich die Einstellung gemacht habe, abgestürzt ist, das Spiel. War auch sehr schön, hat mich sehr gefreut. Aber umso größer war die Freude, dass der Sound wieder da ist, ne? Ich habe schon es kommen sehen, dass ich nicht in der Lage sein werde, das weiter zu beenden mit der Steam-Datei. Ich lebe. Und ich höre noch niemanden auf mich zurennen und machen oder sowas. So, die Frage, komme ich da auch wieder hoch? Naja, wird sich zeigen, ne? Was? So viel dazu, ich höre noch niemanden auf mich zurennen. Mann, ich wollte doch noch weiter erzählen. Ja, dann habe ich mich jedenfalls gefreut, dass der Sound wieder da ist und alles. Und wollte schon anfangen, habe schon die Begrüßung gemacht und dann habe ich gesehen, dass Fraps einen Fehler hatte. Wo ich mir denke, ja, komm. Es ist doch super, es fängt doch super an, ne? Aber Fraps neu gestartet, Sound war weiterhin da und ich kann aufnehmen und tue es ja auch gerade. Mal davon abgesehen, ne? Ist hier irgendwas noch? Es ist so dunkel. Also irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist gar nichts. Außer, dass da die Munition war. Ein Speicherkristall ist hier. Oh, da ist noch Fackeln. Nein, verkehrte Richtung. So wollte ich machen. Es sieht auch nicht aus, als wären hier irgendwelche Türen offen, als gäbe es hier irgendwelche Hebel, als könnte ich hier irgendwas verschieben.
oder sonstiges. Also muss ich ja auch wieder hochkommen können, ne? Ja, das sieht mir doch von dort auch ganz gut aus. Wenn es hier nur für Goodies und für den einen Typen ist, der mich dabei total erschreckt. Oh je. Das war echt übel. Ich weiß, ich bin ja leicht sehr schreckhaft. Aber das eben... Ich habe das abgehakt, so nach dem Motto, ja, ich bin hier unten angekommen, keiner rennt auf mich zu, dann ist das ja erledigt, dann gibt's keine Gefahr. So viel dazu. Okay. So, jetzt möchte ich nur überlegen, wie ich jetzt hier wo weiterkomme. Wo ich überhaupt hin muss. Es ist für mich auf den ersten Blick. Erst habe ich mich voll gefreut auf London. Und dann, dachte ich mir, als ich das sah, sieht sehr, sehr überschaubar aus. Also hier kann ich ja gar nirgendwo hin. War nicht hier irgendwie? Komme ich da hin? Warte mal, speichern. Bezweifle es zwar, aber versuchen kann man es ja mal, ne? Warte, vielleicht habe ich auch zu spät gedrückt. Ich versuche es noch ein zweites Mal. Nein. Also entweder ist es ein echt knapper Sprung. Okay, komm, ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Nein, sie will nicht. Ich frage mich zwar, wie man dann da hinkommen soll. Vielleicht dahinter irgendwo ein Gang. Oder man kommt an eins davon und die sind dann verbunden irgendwie. Das kann natürlich auch sein. Da ist auf jeden Fall ein Hebel zum Umklappen. Und sonst habe ich hier gar nichts, ne? Und wenn ich mich hier jetzt so ein bisschen runter... Nein. Vielleicht kommt mir ja doch hin per Sprung, aber irgendwie... frage ich mich, wie man dorthin kommt. Ich glaube nämlich wirklich, dass da irgendwie die Gänge so verbunden sind. Der Gang über der Tür sieht mich so verdächtig aus. So, da gucke ich mal von hier oben. Mir fällt auch ein, ganz oben auf der einen Seite war ja auch nochmal ein Gitter, wo ich mich hätte draufstellen können. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es von hier aus sieht. Ich dachte gerade, was ist das für ein komischer Schatten, aber es ist nur eine Tür. Da oben irgendwo... So, von hier aus war ja auch nichts. Vielleicht muss ich auch echt dorthin. Erster Bereich ist schon überfordert, ne? Es ist aber auch unübersichtlich. Aber dafür haben wir gerade eine schöne Aussicht genossen. Einmal rüber. Hier an der Seite ist sonst nichts weiter. Genau das da. Das geht auch nicht kaputt. Das muss weg, ne? Das Gitter muss weg. Warte mal. Weil dann kann ich mich nämlich an dem Teil da festhalten und da ist nämlich auch noch so ein Hebel. Oh. Das hatte ich so gar nicht geplant. Oh nein, ich war irgendwo ganz unten, ne? Ah, verdammt. Also auf der Mitte. Ich habe nämlich jetzt auch nochmal was gesehen, was ich vorhin nämlich nicht gesehen habe. Und zwar da dieses Kabel. Komme ich da hin? Muss ich mal gerade gucken. Wie ich da hinkomme. Vielleicht ist das auch der Weg, der weiterführt. Da oben. Nee, das sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Irgendwas zum Hangeln? Ja, das ist das da hinten. Ich muss erst dieses komische Gitter wegkriegen. Ich weiß noch nicht, wie ich dieses Gitter wegkriege. Dann komme ich mich dorthin, kann mich darüber hangeln und dann da fallen lassen und komme dann hier rüber. So viel ist klar. Aber wie kriege ich dieses blöde Gitter weg? Wie kriege ich das Gitter weg?
überlege gerade, ob unten noch doch noch irgendwas war, aber irgendwie war doch auch gar nichts. Das da oben, da komme ich ja auch nirgendwo dadurch hin, ne? Ich guck gerade mal. Nee. Ich werde es bestimmt nicht schaffen, von hier aus irgendwie da dran zu springen, oder? Vor allem, was sollte es mir bringen? Das ist die nächste Frage. So, jetzt habe ich erstmal gespeichert. Guck, da ist nämlich, wenn die Klappe hier weg wäre, könnte ich mich kurz fallen lassen, dann wäre alles gut. Aber dem ist ja nicht so. Kann ich mich hier fest... Gut, hier habe ich schon mal festen Stand. Das ist ja schon mal viel wert. So. Da komme ich leider nicht hoch, glaube ich zumindest. Warte mal. Warte mal. Also hier komme ich ja nicht hoch. Aber was ist, wenn ich mich runterfallen lasse, also so runterrutschen lasse und dann rückwärts drehen und festhalten? Vielleicht geht das ja. Nein. Da hätte ich ein bisschen weiter machen müssen. Ach, verdammt. Ich darf mich da nicht so drunter fallen lassen. Ich muss ein bisschen mehr rutschen. Da kann ich... Habe ich besser die Chance, auch zu reagieren. Das ist zu weit. Oh, guck mal, dahinter ist auch noch was. Ah ja, es ist schon lustig. So, einmal. Nein, die fällt dann immer nur da drauf. Warte mal, vielleicht mache ich das doch anders. Ha! Warum denke ich auch so kompliziert, ne? Oh nein! Ein Rabe! Er will mich töten. Oh, ist er schon tot? Oh, ich glaube schon. So, und jetzt? Kompliziert denken muss, ne? Oh, ich könnte mich auch rückwärts runterfallen, runterrutschen lassen und dann drehen und dies und das und jenes. Ne, warte mal, du könntest das auch, wenn du nach vorne springst. So, jetzt erstmal hier rüber. Tschalalalala. Fein. Wo ist denn jetzt schon wieder einer? Da unten irgendwo, kann das sein? Jedenfalls sehe ich ihn von hier aus nicht. Ich glaube schon. Ja. Kann ich hinter dich? Ohne dass ich arg runterfalle? Nein. Oh, guck mal, da hat sogar was fallen lassen für mich. Oh. Ich muss ja mal sagen, das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit sagen, das Outfit von Lara ist echt cool. Viel besser als nur dieser Catsuit, sag ich mal, der nur dieses, was so wirkt, als hätte, wäre sie komplett in Latex getaucht worden am Stück, wie es in Tomb Raider 5 in dem letzten Abschnitt ist. Ach so, damit kann ich das wieder runter machen. Warum sollte ich das machen? Warte, ich guck mal, warum ich das machen sollte. Komme ich da dann auch wieder hin? Ich hab hier gespeichert. So. Ich habe ja gesehen, dass man hier so hoch kann. Und vielleicht... Vielleicht kann man ja doch hier irgendwie durch. Aber irgendwie nicht. Wow! Wo kamst du her? Ja, Lara, dreh dich genau so, wie ich es nicht möchte. So, einmal hier gucken. Ah, hier ist schon mal... Hier ist es schon mal besser. Okay.
nur die Frage, wohin führt mich das? Das sieht irgendwie komisch aus, die Animation aus der Perspektive. Die führt mich woanders hin, als ich geplant habe. Da ist ein Knopf. Ganz viele Seile. So ein kleiner Hinterhof. Da habe ich jetzt irgendwas freigemacht. Wo wäre ich denn vor allem sonst gewesen? Ich habe gerade ausgedrückt. Warum bist du denn jetzt zur Seite? Ich hab wirklich gerade ausgedrückt. Ich hatte meinen Finger nicht auf rechts. Ich mach den dann immer hoch. Aber wenigstens kann ich nochmal gucken, wo ich hier gelandet wäre. Aha. Aha. Ist natürlich die Frage, bei dem anderen lang oder hier lang? Das ist eine Bruchplatte. Ach, da ist eine Ratte. Ich wollte gerade sagen, irgendwas habe ich doch gesehen. Die ist aber dezent klein. Das sind die Londoner Ratten, ne? Die sind immer ein bisschen größer. Ich würde es noch nicht riskieren wegen der Bruchplatte. Die könnte mir sonst noch nützlich sein. Deswegen jetzt doch erstmal hier unten lang. Ich wüsste nur gerne, wie ich dorthin komme. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass es darüber läuft. So, kurz nochmal runter. Wo bist du? Krähe, komm aus dem Gebäude raus. Ach, da. Versuch das jetzt trotzdem nochmal. Einfach aus Prinzip, weil ich es kann. So, ein bisschen nah ran. Mist. Ich habe gehofft, das wäre nur sowas, so ein kleines Problem. Wie, ach, wo waren das? War das in Lara at the Movies? Da konnte man zwar durchkrabbeln, aber irgendwie hing das immer so ein bisschen. Das war halt so ein ganz knapper Abschnitt. Oh. Deswegen kann ich da nicht einfach hin und muss hier rüber. Hab ich schon vorhin gefragt, hä, wenn da doch ein Zugang ist, warum ist dann hier die Verbindung eben auch vorhanden? Jetzt weiß ich, jetzt haben wir wieder diese komische Animation, die einfach nur aussieht, als würde sie diese Beine bewegen und gar nicht vorwärts kommen, obwohl sie ja vorwärts geht. Das nächste Mal, Lara, bitte nicht nach rechts springen. Sondern geradeaus, so wie ich es hier auch eingebe. So, einmal hier rüber. Einmal den Knopf. Kann ich... Oh! Ich habe zu spät reagiert. Einmal hier rüber. Einmal den... Nein, Lara. Hält sie sich wenigstens auch fest. Kann sie da irgendwie was mitnehmen? Finde ich sonst echt cool. Damit müsste man doch runterkommen, oder? Oder kann ich damit hoch? In dem Seil würde sich aber definitiv nicht festhalten. Hier runterfallen lassen, das sieht mir auch ehrlich gesagt nicht so gesund aus. Ebenso von der Position. Also ist das wirklich wahrscheinlich nur um diesen Knopf da,
aus seiner Fassade zu bringen, oder? Weil von hier aus darüber springen, das wird auch nichts. Sonst habe ich ja gar nichts. Ja, da oben, da komme ich ja überall nicht hin. Ja, dann würde ich einfach sagen, ich mache einen Schnitt. Ich gehe jetzt wieder zurück an die andere Stelle und guck mal da, wie es dort weitergeht. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Time.